Was ist für Sie die Priorität dieser Termin heute? Der Rat diesmal wird sich beschäftigen mit der zukünftigen Zusammenarbeit im Mittelmeerraum. Wir wollen den Barcelona-Prozess weiterentwickeln, aber so, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der Mittelmeerunion mitmachen können. Und zweitens wird das Thema Klimaschutz eine Rolle spielen. Wir werden die einzelnen Maßnahmen diskutieren. Und ich glaube, es wird ein sehr erfolgreicher Rat unter der slowenischen Präsidentschaft. Also viel Glück und vielen Dank. Dankeschön.